Hi Leute und herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut und es gibt mal wieder eine SBC, die es zu lösen gilt. Heute haben wir die mittlere oder Prime Icon Upgrade SBC und dort beinhaltet, ja, wie es der Name verrät, entweder ein Spieler der zwei niedrigsten Icon Stufe oder der zweithöchsten Icon Stufe und ihr könnt diese SBC zweimal wiederholen. Und kosten wird euch der Spaß ca. 390 bis 400.000 Coins. Das natürlich immer abhängig, auf welcher Plattform ihr denn gerade spielt oder nach aktuellen Marktgegebenheiten können auch Preisschwankungen vorkommen. Dann würde ich sagen, schauen wir uns mal die SBCs an. Wir haben 4 SBCs, die wir lösen möchten. Und es gibt auch ein paar Packs dazu, aber dafür macht man es natürlich nicht. Habt ihr viel Futter im Verein, dann könnte sich das Ganze natürlich für euch, je nachdem, was ihr dann packt, sicherlich lohnen. Wir haben hier zum Beispiel ein Premium-Goldspieler-Pack im Wert von 25.000 Coins, ein Prime-Electrum-Spieler-Pack im Wert von 20.000 Coins und ein seltenes Gold-Pack im Wert von 25.000 Coins. Das seltene Gemisch-Spieler-Pack hat natürlich auch seinen Wert, aber das können wir komplett vernachlässigen. Dann würde ich sagen, starten wir rein mit der ersten SBC und das sind die Bedingungen. Team of the Week braucht man mindestens einen Spieler, Teamgesamtbewertung 84, Teamchemie 70 und natürlich 11 Spieler. Und wie ihr es von mir gewohnt seid, gehe ich hier einmal stillschweigend durch die Spieler durch. Ihr könnt dann das Video an der jeweiligen Stelle pausieren und euch die Spieler vom Transfermarkt ersnipen. Ihr habt dafür 4 Tage Zeit, diese SBC vielleicht sogar zweimal abzuschließen und dann ist sie leider weg, aber ich denke, sie wird sicherlich wieder zurückkommen. Also keine Eile und ich würde sagen, wir legen los. Let's go. Und damit haben wir die erste SBC erfolgreich abgeschlossen. Kostenpunkt hierfür ca. 60.000 Coins. Der erste Streich, ja, ist vorbei. Der zweite folgt zugleich mit der 85er Gesamtteam SBC. Ja, und wie es der Name verrät, brauchen wir hier eine Teamgesamtbewertung von 85, Teamchemie 65 und natürlich 11 Spieler. Und auch hier gehen wir einmal gemeinsam durch. Let's go. Und damit haben wir auch die zweite SBC erfolgreich abgeschlossen. Na klar, jetzt folgt die dritte SBC. Für die zweite bezahlen wir ca. 93.000 Coins. Die dritte SBC, auch ein 85 Gesamtteam und einen Team of the Week Spieler brauchen wir hier. Zusätzlich Teamchemie 60 und auch hier natürlich 11 Spieler. Und auch hier gehen wir einmal fix durch. Let's go. Und damit haben wir auch die dritte SBC erfolgreich abgeschlossen. Kostenpunkt hierfür ca. 105.000 Coins. Jetzt haben wir noch eine SBC und dann sind wir durch. Und ich hoffe, ihr habt eine spielbare Prime-Icon gezogen. Teamgesamtbewertung 86, Teamchemie 55 und auch hier natürlich 11 Spieler. Und auch hier gehen wir einmal fix durch. Let's go.
Und damit haben wir auch die letzte SBC erfolgreich abgeschlossen und somit ist das auch die teuerste SBC am Ende. 130.000 Coins müssen wir dafür aus unserem virtuellen Portemonnaie, ja, bezahlen. Okay, das soll es gewesen sein. Ich drücke euch die Daumen, dass ihr was Gutes ziehen werdet. Und ihr könnt euch ja überlegen, ob ihr sie vielleicht sogar zweimal machen möchtet. Ja, wenn es beim ersten Mal nicht geklappt hat, dann wird es sicherlich auch beim zweiten Mal nicht klappen. Aber wer weiß, ja, ich kann euch da natürlich eines Besseren belehren. Ich habe jetzt, ich glaube, 20 von den Mid-Icon-Packs gemacht. Ich glaube, sogar 28 waren es. Ja, und 3 spielbare Karten waren dabei. Okay, oder 4 sogar. Muss man nicht als Maßstab sehen, aber ich denke, das sagt viel über den, ja, Gamble dieser SBCs aus, dass man hier auch sehr, sehr viel Schmuh ziehen kann. Das sollte jedem klar sein. Verkauft nicht euer ganzes Team für so eine SBC. Wenn ihr natürlich ein bisschen Futter im Verein habt, ja, here we go, gönnt euch, versucht es, die großen Puls da rauszuholen. Ich hoffe, dass ich euch mit dieser SBC weiterhelfen konnte, beziehungsweise mit dieser SBC-Lösung. Und wenn ich das getan habe, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und falls ihr zukünftige Videos von mir nicht verpassen möchtet, dann abonniert doch gerne komplett kostenfrei meinen Kanal. In diesem Sinne, reingehauen, wieder schauen. Peace.